Guten Morgen. Ich habe mir hier mal meinen Tee mitgenommen. Also Frosch im Hals ist real. Wir haben zu tun, wie immer. Und ich dachte eigentlich, dass ich voll viel Zeit hätte. Aber geht so. Ich muss mich hier tatsächlich ein wenig sputen. Wenn ihr Gerumpel hört, das ist die Müllabfuhr. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber es ist unfassbar laut. Und ich fange an mit dem hier. Ich muss heute tatsächlich raus, ich muss arbeiten, aber ich arbeite praktisch an einem, also für die, die das nicht mitgekriegt haben und sich jetzt Sorgen machen, ich arbeite an einem Standort, der noch nicht geöffnet hat und jetzt natürlich auch nicht öffnet und sowieso praktisch so ein Terminstandort wird, also der wird, da gibt es keinen tagtäglichen Publikumsverkehr später, sondern immer nur mal so zwischendurch. Und der liegt relativ abgelegen und außer meiner Kollegin, die ich ja jetzt sowieso schon die ganze Zeit, oh, die Sonne. Ey. Jetzt seht ihr hier den Lampenschirmständer von meiner Lampe, die vor mir steht. Mal hoffen, dass es hier trotzdem klappt. Also ich sehe nur eine Person außer Herrn Unfug sozusagen und ja, das wird. Ich hab mir heute mal einen Pferdeschwanz gemacht. Also ich kann theoretisch mir einen Pferdeschwanz machen. Und das hier, ich vergesse immer Herrn Unfug zu sagen, dass er mir die Seite mal rasieren soll. Naja. So, Lidschatten. Ich muss hier mal ein bisschen zack, zack machen. Und zwar habe ich ja diese wunderschöne Colourpop-Palette geschenkt bekommen. All I See is Magic. Und die muss ich jetzt einfach eine Runde Probe fahren. Es ist natürlich nur Probe fahren. Wenn ihr die geswatcht sehen wollt, habe ich komplett im letzten Video gemacht. So, und wir fangen mal an mit. Wir haben keinen weißen Ton oder keinen Off-White oder. Naja, ich habe ja hier das Marshmallow-Puder stehen. Das. Sag mal, mein Spiegel will gerade nicht mein Freund sein. So. Ich habe gestern das Video von, also das neueste von Hatice Schmidt geguckt, zusammen mit Herrn Unfug. Und ganz ehrlich, das Video, jetzt mache ich sie richtig. Also ich habe sie, ich fand immer, dass das ein vernünftiger YouTuber ist und ich konnte die gut gucken und, ne? Aber ich habe sie halt auch viel aufgrund des Informationswertes gesehen und nicht, weil ich gedacht habe, jetzt muss ich ganz dringend mit der ein Bier trinken gehen. Also ich hatte, also dieses Herzchen in den Augen hatte ich bei ihr. Das muss man ja auch nicht, ne? Ich meine, YouTube ist ja auch Info. Aber gestern, wie sie da saß und Hygienemaßnahmen beschrieben hat, ich hätte mich wegwerfen können. Es war so großartig und dass sie es halt auch einfach gemacht hat und dass sie dabei zwar auch ein bisschen gekichert hat und so, na, was sage ich hier eigentlich? Aber es war, ich fand das ganz großartig. Also, so mag ich YouTube. Es geht darum, dass niemand dazwischen geschaltet ist und dir nicht erzählen kann, was du erzählen sollst. Und das hat sie, also sie hat gestern einfach erzählt, was sie wichtig findet und wie sie das macht oder wie sie das handeln würde. Und tippitoppi, bin ich sofort mit einverstanden, was sie da gemacht hat, fand ich echt gut. So, die haben alle Namen, aber ich weiß nicht, wer wer ist. Tatsächlich. Das werde ich irgendwie noch mal rausfinden müssen. Und wenn ich das rausgefunden habe, könnte ich es vielleicht hier in den Deckel kleben oder so. Einfach damit ich das später einfacher mit euch habe, um euch das dann zu erzählen. Was habe ich mir denn sonst noch so rausgesucht? Ja, ich denke mal, wir können auf jeden Fall was Warmes schminken. Denn man, also so ein bisschen kühl kann man hiermit auch machen, aber nicht viel. So, die Sonne ist. Ja, so geht es aber noch, ne? Also sie ist hinter der Wolke und das Tuch hängt auch so ein bisschen vor. Na, das könnte funktionieren. Nom, nom. Ich gehe mal in den Fuchston hier rein. In dieses wunderschöne Terrakotta. Ich wollte heute Morgen Frau Pekuchens Video gucken, Frau Pustekuchen, Fräulein Rotfuchs auf Instagram.
Und irgendwie, er wollte mir die Qualität nicht geben. Und dann hat das immer komisch ewig gebraucht, um zu laden. Und ich habe nur so gedacht, boah, wenn mir... Also, es gibt ja... Es ist immer scheiße, wenn das Internet abkackt. Aber ich habe gedacht, wenn mir jetzt das Internet abkackt, ne? In Zeiten von bei Corona, raste ich aus. Kriegst ja dann auch wahrscheinlich keinen Techniker ran. Also jedenfalls nicht so ohne weiteres. Naja, auf jeden Fall war es tatsächlich nur das Video, mit dem ich so Probleme hatte irgendwie. Und ich weiß nicht warum. Jetzt ist es natürlich so, dass man auf die Idee kommen könnte, dass die Videos, die nicht von YouTube-Partnern sind, also die nicht mit YouTube zusammenarbeiten, um Geld zu verdienen, dass die gerade so ein bisschen benachteiligt werden. Na, es geht noch, ne? Ich muss das Tuch einfach ein Stück tiefer hängen. Naja, aber ich denke mal, noch kommen wir zurecht, oder? Weil das letzte Mal war hier ja alles schwarz und ich kann mich im Display noch einigermaßen sehen. Insofern, wir überstehen das jetzt hier einfach mal kurz. Also ich habe mir so gedacht, ich hatte nämlich in letzter Zeit auch zwischendurch echt Probleme, dass das Hochladen und alles, das war kein Problem. Aber YouTube sagt ja, ich möchte das selber noch verarbeiten. Und das hat teilweise, also manchmal muss ich es dann neu hochladen, damit das funktioniert. Und das ist natürlich ärgerlich und zeitaufwendig und das möchte ja niemand. Naja. So, während ich jetzt hier mit euch schnacke, hoffe ich einfach mal, wo wir gerade beim Thema sind, dass das Video, was Herr Unfug und ich gestern Abend gedreht haben, ja, wir haben zusammen ein Video gedreht, er als Stimme aus dem Off, ne, ist klar. Und ja, er hat sich praktisch hinter die Kamera gesetzt. Den Ton fand ich in Ordnung. Ich hatte Angst, dass er unverhältnismäßig viel lauter ist als ich, weil aufgrund der Position des Mikros an meinem kleinen Camcorder, aber es geht. Also es ist nicht so. Ich meine, natürlich machen wir hier viel Scheiß. Schläfchen machen kann man bei dem Video wahrscheinlich nicht, weil wir echt Blödsinn machen hier. Es fliegen Sachen durch die Gegend und so. Aber ich denke, das ist was geworden und das kann man gucken. Und wie gesagt, jetzt gerade lasse ich es durch die Bearbeitung laufen. Gestern Abend ging das nicht mehr. Und habe ich auch irgendwie verdattelt. Also da war ich jetzt drin. Hoppla, ja, jetzt auch mit dem Finger. Jetzt gehe ich nochmal in den hier. Der wirkt ein bisschen dunkler und ein bisschen kühler. Kann ich mich jetzt täuschen? Das hier ist übrigens der Fluffy Crease, ja, von Lini Brushes. Von dem habe ich, also wirklich von dem im Speziellen, habe ich irgendwie eine Menge. Also ich glaube 3-4 Stück oder so. Und ich dachte mal, ich hätte so Pinsel-Sets bekommen. Also, was man sich halt manchmal so denkt, ne? aber das kann ja nicht sein, sonst hätte ich davon ja nicht so viele. Also im Verhältnis zu den anderen Lini Brushes, von denen ich auch jetzt nicht so wenig habe, dank euch. Oh, it's bothering me. The sun. Man muss auch mal ein bisschen Scheiß machen. So, was hauen wir uns denn aufs Lied? Nehmen wir den Türkis-Ton? Nee, ich glaube nicht. Ich muss dieses Lätzchen, was ich hier liegen habe, auch dringend mal waschen. Ich wische mal meine Finger da runter ab. Oha, ja. nee, ich glaube, grün mache ich. Ich wollte heute so ein ganz bisschen unkompliziert auf den Augen werden, also für meine Verhältnisse. Ich nehme mal dieses Antikgold hier. Da. Ich habe keine Ahnung. Also, ich werde rausfinden, wer wie heißt, und dann werde ich mir hier, glaube ich, ein Zettelchen reinkleben, weil das, weiß ich nicht, das ist. Als YouTube, also wäre nur ich hier, wäre es ja egal, aber mit euch zusammen ist das dann ja blöd. Das ist eine super Farbe. Die hat einen ordentlichen Grünanteil. Funktioniert ganz wunderbar. Ja,
Ja, jetzt bin ich auch schon wieder nicht mehr so schlecht in der Zeit. Augen-Make-up ist. Wenn ich erstmal angefangen habe, dann geht das ja immer alles relativ fix. Also finde ich, wenn ich nicht sage, okay, ich habe ganz viel Zeit und wir spielen jetzt rum und tragen so viele verschiedene wie möglich auf, dann kann das mal dauern. Aber ansonsten bin ich ja eigentlich eher von der 15 Minuten Lidschattenfraktion maximal. Und diese Palette funktioniert einfach. So, jetzt ist die Sonne weg. Die funktioniert einfach. Das, ich glaube, was anderes kann ich dazu gerade überhaupt nicht sagen. Mal abgesehen davon, dass die Farben wunderschön sind und sie mir einfach gut gefällt. Aber so grundsätzlich, Minifliege. Naja, jetzt kommen wieder Minifliegen. Also keine Fruchtfliege. Auf die hätte ich jetzt Jagd gemacht. Wow, 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 wow. Jagd machen, Jagd machen. So, Fallout habe ich hier. Nö, nicht großartig, ein ganz bisschen. Ich habe so das Gefühl, dass ich nicht so der Fallout-Boy bin. Also, dass ich nie so ein Mega-Problem mit dem Drama unterm Auge habe. Und warum, weiß ich nicht. Ich kann euch das nicht sagen. So, ich gehe mal in den hier, gehe mal im unteren Wimpernkranz längs. Und dann haben wir es ja auch schon fast. Der Ton ist echt super. Die beiden zusammen haben so ein lustiges Beere ergeben, finde ich. Aber das finde ich sehr hübsch, muss ich sagen. Kann man so machen. Und jetzt pro forma sozusagen gehe ich hier in den hellen. Ach ja, das war dieses Weißgold. Alles klar. Klappt. Also auf dem Pinsel sieht er weiß aus und wenn ihr ihn dann einblendet, dann ist der so gülden irisierend irgendwie. Kein Problem. Oh, Mensch, Bauch. Ja, So. Den Primer nehme ich heute. Ich wollte das Risiko vom Öl nicht eingehen und über den, finde ich, gleiten die Produkte auch immer ziemlich gut. Ich habe die 30er von Vichy aufgetragen. War das Vichy? Ja, ich glaube ja. Die einen physikalischen Sonnenschutz hat und keinen chemischen. Die weißelt natürlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man soll das ja in mehreren Schichten aufbauen und so. Meine Haut spuckt das runter. Also ich trage das auf. Und wenn ich noch mehr auftragen würde, dann hätte ich sofort Röllchen. Also sobald ich dann da versuchen würde, mechanisch auf meine Hautoberfläche einzuwirken, was man ja tut, wenn man sich weiter schminken möchte, dann rollt sich das ab und dann ist der Sonnenschutz ja auch irgendwie hin, oder? Also, weiß nicht. Das ist eine für, da kann ich dann maximal Puderfoundation drüber machen. Aber wie gesagt, also mehrere Schichten kriege ich mit der nicht hin. Irgendwann rollt sich bei mir einfach alles ab. So, ich finde, Moment mal ganz kurz. Können ein bisschen mehr Licht von da gebrauchen. Und wie gesagt, hier möchte ich noch eine Lampe hin haben. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also mal einen Schluck trinken. So, Foundation. Ich habe hier die This Same Aqua Glow Cushion.
Ich habe hier mein Schwämmchen und ich weiß, dass die mir ein bisschen zu dunkel ist. Und deswegen nehmen wir ein bisschen was von dem L'Oreal Concealer. Den finde ich ja dafür gerade sehr gut, weil der sich einfach auch gut benimmt. Jetzt ist die Frage, wie wir das mischen, ohne dass mir alles irgendwo hinläuft. Ich gebe mir mal als erstes den Concealer auf die Hand, so. Ich könnte auch mal den Kevin ausprobieren, also zum Mischen. Der steht da gerade in so einer Ecke, der Kevin. Und irgendwie gerät er dadurch so ein bisschen ins Hintertreffen. Das ist vielleicht nicht so gut. Ich lege ihn mal hier oben drauf. So. Und jetzt nehmen wir mal die... Muss ich da einen Deckel rausziehen? Ich glaube, ich mache hier gerade was. Naja. Man kann ja auch mal was tun. Ah! So. Stopfen das raus und. Okay. Okay. Ich habe dumme Sachen gemacht. Klar, kuschen heißt flüssig. Ich habe das hier gleich. Ich mache ja nicht das erste Mal dumme Sachen in meinem Leben. Wische ich hier noch den Rand ab. Und der Entschluss, mit was wir das auftragen, wurde mir also praktisch davon gerade abgenommen. Wir machen das mit den Fingern. Farbe müssen wir jetzt mal gucken. Ah, ist noch ein Tick zu dunkel, aber dadurch, dass das ja eine Cushion ist und ich nehme mal an, naja, hundertprozentig leichtet der Kraft nicht. Natürlich nicht, der Concealer ist damit beigemischt, aber ich denke, wir können das machen, wenn ich das vernünftig verteile. Ja, es ist so dunkel. Ich sehe das dann immer hier. Hier kann ich das besonders gut sehen. Blende das jetzt hier mal so ein bisschen runter. Werde ich ihn nicht vergessen. Und dann passt das. So, ich sehe ein, dass dieser Stöpsel lebensnotwendig ist. Und packe ihn da jetzt auch wieder rauf. Und ich wasche mir mal ganz kurz die Hände, das werdet ihr hören. Und ich kann die Kamera gar nicht anfassen. Wobei, also ich... Doch, der Stöpsel verschließt das komplett. Ich muss mich mit diesem Mechanismus beschäftigen. Jetzt habe ich eingeschmuddelte Finger. Also das Ding ist, mir wurde gesagt, da ist nicht mehr viel drin, aber einfach damit du sie mal ausprobieren kannst. Und also Glow ist da, ne? Sehen wir ja. Da ist gar nicht so wenig drin. Das war beeindruckend gerade. Also, da kamen ja gerade locker 8 Anwendungen raus. Also, für mich, wie ich finde. So, und jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier noch so ein bisschen rumtappen müssen. Aber, nö, nicht großartig, würde ich mal sagen. So, wie viel Zeit habe ich noch? Heide Metzger. So, ich hatte eigentlich eine Sache vor, aber
Doch, das schaffe ich noch. Und zwar habe ich ja einen Mini-Tati-Blendi voll geschenkt bekommen. Blendi voll. Der ist so niedlich. Wie kann man bloß so klein und niedlich und flauschig sein? Total großartig. Und der soll ja so gut für Cremekontur sein, etc. Und ich habe ja parallel ja die Urban Decay's Naked Skin Shapeshifter Palette bekommen, wo ja total viele Cremeprodukte drin sind. Und ich würde sagen, Attacke. Ich habe unfassbar Angst vor diesem dunklen Ton hier. Ich gehe da mal ganz kurz rein. Dann swatchen wir den mal. Ja, okay, das ist aber ein Bronzer. Also ich finde, der ist relativ gelblich. Oh, der lässt sich aber schön verteilen. Der sieht so fest aus, ist er aber gar nicht. Das machen wir doch jetzt mal. So, ich gehe mal... Also ich falte den, nehme mal die Spitze von dem Herz und dann gehen wir da mal, oha, nimmt also sofort Produkt auf und diese Creme ist relativ fest, also das ist, ich mache mir mal so Pünktchen, wo ich denke, wo die hin sollen und dann legen wir mal los, ne? Die, da bleibt ja nichts dran hängen. Also klar sieht man, dass ich da gerade über Foundation mitgegangen bin, aber also von dem Bronzerjungen, den hat er komplett an die Haut abgegeben. Also ich kann nichts sehen, auf jeden Fall. So, jetzt habe ich wieder das Problem, dass die Seite zu, in Anführungszeichen zu gut zu beleuchtet ist. Das geht ja gut. Ich nehme noch mal ein bisschen. Also wie gesagt, man sieht, finde ich, wo der Bronzer ist und gleich ist er weg. Da freue ich mich ja schon drauf, den mit Creme Rouge auszuprobieren. So, Moment, jetzt muss ich einmal kurz die Hand dahin halten, sonst kann ich kann das tatsächlich schlechter sehen, wenn da mehr Licht drauf fällt, weil ich und meine Glow-Produkte, wir reflektieren dann derartig, weil ich auch so hell bin, dass ich das nicht mehr sehen kann. Das war einfach. Das war ja schon fast lächerlich einfach. So, jetzt kann ich hier nochmal die saubere Seite nehmen und hier nochmal drauf rumdapsen, wenn ich denn möchte. Mega easy. Sehr schön. So, dann den Highlighter fand ich auch sehr schön. Und ich habe hier noch, was ist denn das? Ist das Color Correcting? Ja, ich habe hier zwei Color Correcting Töne. Ein ganz hell rosa und in ordentlich Peach und ein so ein Concealer-Ton. Guck mal hier mal hin. Also für mich ist das ein Concealer-Ton. Ich denke mal, für andere ist das Creme-Highlighter. Da habe ich nicht gut geswatcht. Sieht nicht gut aus. So. Aber jetzt möchte ich natürlich dringend damit Creme Rouge auftragen. Habe ich hier denn jetzt überhaupt eins? Scheiße. Ich bin so doof. Ich habe meine Creme Rouge-Tasche hier weggeräumt, weil ich ja hier gestern mit Herrn Unfug drehen wollte oder gedreht habe. Und jetzt habe ich ein Problem. Aber ich habe hier noch das Daniels Hardware Rouge. Das ist ja so mega pigmentiert. Vielleicht ist das gar nicht eine schlechte Idee, das hier einfach mal auszuprobieren. Das ist ja auch super flüssig. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee ist. Aber das werden wir herausfinden, ne? So. So, ich habe das jetzt hier auf dem Schwämmchen und jetzt
oha, diese Pigmentierung von diesem mega flüssigen Zeug, das ist der Shit. Naja, ein bisschen Rouge in Ehren. Kann ja keinen Schaden hier, ne? Okay, wir haben eine kräftige Bronntour, wir haben ein bisschen Perrouge. Die Foundation ist ein bisschen ganz kleinen Tick zu dunkel angemischt. Also ich meine, das jetzt hier experimentell alles, ne? Aber was für ein nützlicher kleiner Schatz. Ich finde den ganz großartig. Jetzt so vom ersten Eindruck her. Oh, Creme-Highlighter. Wir können ja auch noch Creme-Highlighter auftragen. Das machen wir jetzt auch. So, ich schrubbel den ein bisschen an meiner Hand ab. Und dann falte ich den so, dass ich hier einen so einen Herzchenbogen habe. Und dann gehe ich nämlich in diesen Creme-Highlighter, der total gut aussieht. Den nimmt er auch auf. Okay, ein Fusselchen habe ich jetzt verloren, aber das ist okay. Der wird ja auch gerade, denke ich mal, hier ein und Probe gefahren. Ja, Bauchi, wir essen bald was. Es ist sehr gut. Ich finde, der Creme-Highlighter hat jetzt nicht so viel gemacht. Dabei ist der sehr schön schimmernd. Ja, aber im Endeffekt ausgeblendet ist er dann doch subtil. Ja, und die anderen Töne sind halt sehr kräftig und sehr dunkel. Da kommt er jetzt vielleicht nicht so spontan gegen an. Wie sieht meine Nase aus? Ja, alles in Ordnung. Ja, aber ist gut. Jetzt könnte ich natürlich noch, damit ich hier möglichst schlank aussehe. Ne, das machen wir nicht. Entschuldigung. Ich würde mal sagen, Treffer. Also das hat Spaß gemacht, wirklich. Die beiden hier. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Jetzt ein ganz bisschen Puder möchte ich, oder ich möchte Puder benutzen. Ich nehme das hier. Nein. Das wäre beinahe wieder schief gegangen. Ich bin so ein Trottel. Ich habe doch das Claudia Schiffer No Color Setting Powder. Das probieren wir jetzt aus. Gefühl, ich habe hier echt einen gelbbraunen Fleck. Ich habe hier einen sauberen Foundation-Schwamm. Bleibt nicht so viel hängen. Nö, ist okay. Nö, ist okay. So. Es ist ein wunderschönes Verpackungsdings hier. So, jetzt gehen wir mal in dieses Puder, mit dem ich ja das Gefühl habe, dass es schimmert, aber ja, tut es. Nein, ich habe es nicht über den Creme-Highlighter getupft. Es hält minimal auf, also ganz, ganz bisschen. Ich sehe das jetzt natürlich sofort, weil ich im Grunde genommen eine zu dunkle Foundation habe. Aber es nimmt nicht komplett das Leuchten aus dem Gesicht. Das ist gut. Das gucken wir uns jetzt den Tag über an. Wenn sich das irgendwo in komischen Inselchen sammeln sollte, dann ist es natürlich durchgefallen. Aber das glaube ich nicht. Also A, passiert bei mir sowas eigentlich nicht. Nö, das sieht eigentlich, im Grunde genommen sieht es aus, als hätte ich nicht abgepudert. Das ist nett. So. Zeit für Lippenstift. Und
Ich wollte eigentlich Sugar Heart You'd Get So Fine nehmen von Wet n' Wild. Das ist ja einer der... Wie heißen die denn? Wie heißt denn diese Lippenstiftreihe? Die hat doch einen Namen. Will mir gerade nicht einfallen, aber ich möchte diese Formulierung einfach so gerne ausprobieren. Und zwar Maybelline Superstay Ink Crayon. Ich möchte diese Art von Lippenstift einfach so gerne ausprobieren. Ich kenne die noch nicht. Und das, ja. Und das ist ein Orange-Rot. Keine Ahnung, ob das jetzt so super mega gut passt, aber eigentlich ist mir das auch egal. Dieser Ton auf meinem Lied singt Liebeslieder. Hört ihr? Hört ihr das? Riecht ein bisschen künstlich vanillig, aber nicht. Aber man muss ihn sich wirklich so an die Nase halten, um das mitzukriegen. Fühlt sich relativ dünn an. Also man hat jetzt hier nicht viel Körper. Und der setzt sich noch minimal hin. Also der ist sowieso nicht besonders glänzend, aber man merkt, jetzt ist er richtig matt. Ich male übrigens grundsätzlich drüber. Also nicht, ich glaube nicht viel und auch so, dass es mit meiner Lippenbewegung irgendwie zusammenpasst. Keine Ahnung, also das ist instinktiv passiert. Da war nie ein Konzept hinter. So ein bisschen drüber bin ich immer. Fühlt sich sehr gut an. Schmecken kann ich ihn. Aber was das Witzige ist, jetzt gerade stürzt mich nicht. Ein bisschen bleibt was am Teebecher, aber man hat das Gefühl, dass er sich setzt. Jetzt spürt man ihn auch. Aber es ist nicht unangenehm, überhaupt nicht. Und auch nicht austrocknend, witzigerweise. Also eher wie so eine Schutzschicht. Ja, sehr gut. Ja, sehr schöne Konsistenz. Ich muss damit noch ein bisschen mehr rumspielen natürlich, aber die Konsistenz gefällt mir gut. Ganz fein. Typisch Kuschen. Also ganz, ganz fein. Es sind, wie viele Milliliter sind denn hier drin? Ach so, ja, 22 Gramm oder 0,77 OZ. Ounces. Ja. Aber sehr ergiebig auf jeden Fall, denke ich. Ich bin super froh, dass ich den ausprobieren konnte und ich glaube, waschen muss ich ihn auch demnächst mal. Ging super einfach. Also super, mega einfach. Und ich meine, Creme-Kontur ist für mich fast schon, oder Creme-Bronzer ist schon fast der Endgegner. Also traue ich mich nicht gerade regelmäßig. Und das war... Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass die Jungs hier super einfach sind. Und die Kombi einfach nur perfekt für mich ist, weiß ich nicht. Aber war überhaupt kein Problem. Das mega pigmentierte kleine Flüssigrouge hier, das ist ja so flüssig, dass es echt hin und her schwappt, war auch kein Ding. Ich glaube nicht, dass ich den
für Concealer, Puder oder Foundation benutzen muss oder möchte, weil ich da eigentlich meine Möglichkeiten super finde. Aber für Sachen, die schwierig sein könnten oder vor denen man so ein bisschen Schiss hat, wie ein Cremebronzer, tippitoppi. Kann ich nichts anderes zu sagen. Gefällt mir auch immer noch sehr gut. Es wird tatsächlich immer hübscher, je länger man es auf der Haut hat. Wir müssen eigentlich noch Fixing Spray benutzen, fällt mir gerade mal so ein. Oh, ich hasse es, wenn das im Dekolleté landet. Ist auch nicht. Rums, habe ich einen Knall mit. Ich mag es nicht. In mein Gesicht ist das. Ich finde, da fühlt sich das nicht komisch an. In meinem Gesicht, meine Güte. Die Fälle. Hier gibt es keine Grammatikfälle mehr, hier gibt es nur noch Corona-Fälle. So. Super zufrieden. Wir starten jetzt in den Tag, beziehungsweise gleich, wenn ich Herrn Unfug aus dem Bett geschmissen habe. Und ich sage vielen Dank für die schönen Sachen. Der wandert jetzt in die Handtasche, damit er euch begleiten kann. Das ist die Farbe. 40, Love Louder. Lach lauter. Und jetzt ziehen wir noch den Pulli an und dann geht's ab. Demnächst. Oh, macht auch nichts, dass ich drinnen arbeite. Also unten funktioniert die Heizung mittlerweile, oben ist keine installiert. Das heißt, da muss man sich immer ein bisschen einpacken. Aber so grundsätzlich, alles ist schon schön da. Ich bin froh, dass ich Ja dazu gesagt habe. Ja. Gut, bis nachher, morgen. Wie auch immer. Tschüss.